So Leute, heute ein neues Video zum Thema Luftfilterkastenumbau von Kunststoff auf Aluminium. Und genau darum soll es heute gehen. Nach dem Intro starten wir mit dem Thema. Also Leute, heute mal ganz einfach und primitiv und schnell. Wir starten mit einem Umbau Luftfilterkasten aus Kunststoff original, soll aus Aluminium werden. Jetzt, nachdem ich fertig bin mit Palabern, geht's los und ihr seht quasi, wie der Kevin und ich das Ding bauen. Das heißt, wir machen wieder ein Video einfach durchgerattert, dass ihr seht, was dort passiert und was wir machen. Lasst mir mal Feedback da, ob euch diese Videovariante auch gefällt. Das interessiert mich mal, also schmeißt es mal bitte unten in die Kommentare rein. Ob das was auch für euch ist, ob das sagt, okay, da könnt ihr auch euch einiges draus ziehen oder was sagt, pass auf, die kannst du dir in Zukunft sparen, die sind sinnlos. Da bin ich gespannt drauf. So, also jetzt abchecken, reingehen, angucken, bis dann. Der Luftfilterkasten geht in die Endphase, ihr habt es gesehen, viel Arbeit, viel Anpassung, viel Bastelage. Das heißt, vom Kunststoffursprung sind wir jetzt bei Aluminium. Genau, jetzt geht es quasi noch um Durchschweißen. Das heißt, geheftet ist alles. Jetzt müssen wir natürlich noch mal so ein bisschen die Ettingstriche wegmachen. Ich sage es euch ja immer, passt auf, dass das immer alles schön sauber ist. Auch der Etting kann eure Schweißnaht versauen. Auch die Trennscheibe kann euer Schweißbad, eure Schmelzbad alles nicht so optimieren, dass er sagt, okay, oh, das lässt sich schön schweißen, ich kann eine super Schweißnaht machen. Also da immer aufpassen, das schön wegmachen, deswegen machen wir es auch immer Stichsäge, Schlagschere, also solche Sachen. Wir sind jetzt auch am Überlegen, bin ich mal gespannt, ob von euch einer eine Vertikalsäge hat, da sind wir jetzt gerade am Überlegen, ja, wo man quasi dann das Blech vor sich so herschiebt, kann man echt cool ja, solche Radien dran sägen und. Also das wäre echt mal cool, ob ihr eine habt, weil da sind wir echt am Überlegen, ob wir da nochmal investieren für unsere Werkstatt und sagen, das ist nochmal cool, dass einfach die Schnittkante schön sauber bleibt, wir dann ohne Nacharbeit schweißen können, weil wenn ihr mit der Flex rangeht, habt ihr immer von der Trennscheibe ja, so Spurenelemente drin. Das heißt, dass euer Schmelzbad da nicht schön wird und die Schweißnaht halt auch nicht. So, also wir machen den Edding jetzt noch weg. Und dann, ja, geheftet ist genügend, hat der Kevin ordentlich vorbereitet. Dann schweißen wir das Ganze durch
Und dann sind wir mit diesem Projekt eigentlich auch schon fertig und haben quasi mal aus Kunststoff, aus Aluminium was nachgebaut, was eigentlich ursprünglich aus Kunststoff ist. Natürlich war es natürlich ein bisschen tricky. Hier kommt der Luftfilter ran, dass das mit so einem, ich sag mal, wie so eine Spange vom Druck her dann reinkommt und reinpasst. Das musste man natürlich hier auch anpassen. Deswegen ist dieser kleine Kasten hier entstanden, wo das dann halt von innen natürlich genau drauf passt. Ja, ansonsten findet man es eigentlich jetzt schon cool. Natürlich halten wir auch immer, und das ist auch immer ganz wichtig, wenn ihr sowas baut, wenn das für jemand anders ist, haltet immer viel Rücksprache mit den Leuten, für die ihr das baut. Wir machen das dann über WhatsApp mit Video, mit Bildern, und das ist natürlich, dann soll man die Technik meiner Meinung nach heute schon auch mal sinnvoll nutzen und nicht nur immer irgendwelche Schnulli-Videos rüberschicken. Genau, also das machen wir jetzt. Wir entfernen den Edding und dann geht's ab ans Durchschweißen. Reinigende Blechkanten, sag ich mal, wo man den Edding mitmacht. Da habe ich immer hier so ein kleines Sortiment, so mit so kleinen Drahtigelchen für die Akkuschrauber. Einfach, es geht schneller und ihr habt weniger Arbeit und es sieht einfach sauberer aus, als wenn ihr jetzt mit einer Drahtbürste dran rumgeht. Und da wir ja von Grund auf etwas faul sind alle, geht das natürlich damit optimal. So, jetzt ab ans. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ihr habt gesehen, was alles machbar ist. Das Teil ist mittlerweile bei unserem Kunden. Der Kunde hat es eingebaut, alles hat gepasst. War alles so ein bisschen mit Ferndiagnose, aber hat funktioniert. Hat extrem viel Spaß gemacht. Und genau das ist das, um euch wieder zu zeigen, was ist alles machbar, was geht eigentlich alles. Und man kann einiges mit den ganzen Sachen machen. Ich würde mich über ein Abo freuen und über ein Like. Fragen, Kommentare, Anregungen unten rein. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Video, euer Alulöffel, lasst es euch gut gehen.